In der Nacht zum Dienstag ereignete sich in Köncken ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger befuhr gegen 0.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter die Steinbruchstraße in Richtung Unterdorfstraße, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr ein angrenzendes Gartengrundstück, kollidierte mit einem kleineren Baum und prallte schließlich mit großer Wucht gegen eine Hauswand. Der 52-Jährige konnte schwer verletzt aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Niklas Mettenleiter, Kommandant der Feuerwehr Köncken. Wir befinden uns in der Steinbruchstraße. Wir wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Bei unserem Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Baustellenfahrzeug gegen eine Hausmauer und eine Garage geprallt war. Der Fahrer war nicht eingeklemmt, befand sich jedoch noch im Fahrzeug, wurde dann von uns gerettet und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Wir werden jetzt in Absprache mit der Polizei die Trümmerstücke von der Straße beseitigen und dann wieder einrücken. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.